Okay, also mein Name ist Stefan Metz. Ich bin jetzt gerade frisch gerundet. Ihr könnt euch selbst aussuchen, wo. Bin seit über 25 Jahren verheiratet mit einer wunderbaren Frau. Und wir haben schon zwei wunderbare Söhne und eine Schwiegertochter. 2020, denk mal, für jeden von uns ein sehr besonderes Jahr, Corona und dergleichen mehr. Fing ja eigentlich erstmal so weit gut an. Wir hatten einen schönen Start als gesamte Familie, kurzer gemeinsamer Urlaub, das Ganze irgendwie aufgesetzt. Dann crashte ja Corona in unser aller Leben. Erstmal ein cooles Jahr, so das erste Dreivierteljahr ungefähr, sind viele Dinge gut gelaufen, trotz Corona. Wir haben einfach gemerkt, es verändert uns positiv. Und dann gab es einen sehr, sehr starken Bruch, 25. September, das war der Tag, hat unser jüngster Sohn Leopold einen ganz massiven, ganz, ganz starken Verkehrsunfall gehabt in Sydney. Leopold ist jetzt seit Anfang des Jahres, deswegen hatten wir auch am Anfang des Jahres diesen Gemeinschaftsfamilienurlaub in Sydney, studiert da am College, und Leopold ist mit 70 Stundenkilometer von einem Auto auf dem Fahrrad angefahren worden. Kann man sich ungefähr vorstellen, was das für einen Körper, für einen Mensch bedeutet, wenn ein Auto ungebremst in jemand reinfährt. Leopold hatte ein ganz massives Schädelhirntrauma von sämtlichen Gliedmaßen, die man so besitzt. 4 Stück, 3 gebrochen, aber das andere auch ziemlich geschrabbelt. Starke innere Blutung und. Massiver Unfall. Am Anfang war nicht klar, ob Leopold das überlebt. Das war ein ganz, ganz massiver Einschnitt für uns als Familie, für uns als Eltern, aber natürlich am allermassivsten für den Leopold, der in Sydney mit dem Leben kämpfte. Da geht dir natürlich alles durch den Kopf. Also überlebt es dein Kind? Was passiert jetzt? Wie komme ich nach Australien? Ich kann nicht hin. Das ist die andere Seite der Welt. Das ist, selbst wenn jetzt alles top gelaufen wäre, ich hätte Minimum 2 Tage gebraucht, um irgendwie nach Australien zu kommen. Und in diesem ganzen Corona-Wahnsinn war das ja definitiv nicht möglich. Das heißt, eine direkte Reise nach Australien überhaupt nicht möglich wegen den ganzen Corona-Verboten. Es gab keine Visas offiziell für Australien. Jeder hat uns gesagt, ihr kommt auch nicht rein. Ihr könnt überhaupt nicht nach Australien fliegen, weil die lassen nur eine ganz, ganz kleine Anzahl an Menschen zu, die pro Tag nach Sydney reinkommen. Ihr kriegt keine Flüge. Ja, was wir dann gemacht haben, wenn du so hilflos bist und sagst, okay, ich kann jetzt nichts anderes tun. Einer der ersten Sachen, die wir gemacht haben, nachdem wir die Nachricht bekommen haben, dass der Leopold im Krankenhaus liegt, dass er im Koma liegt, dass er mit dem Leben kämpft oder dass er überhaupt ums Überleben kämpft, war, dass wir jeden, den wir kannten, informiert haben und gesagt, hey, betet für den Leopold. Also wir haben an einem ganz, ganz frühen Punkt gesagt, hey Gott, wir brauchen dich, du musst jetzt ein Wunder tun, weil wir können nicht da sein, aber du kannst da sein. Und klar, wir haben gebetet, aber wir haben einfach jeden, den wir irgendwie kannten, informiert und in Bewegung gesetzt, hey, betet für unser Kind. Ja, betet für unser Kind, das hier gerade mit dem Leben kämpft. Wir haben alles das dann, was am Anfang so unmöglich schien, geschafft. Nicht in jetzt, dass wir in 2 Tagen in Australien waren, aber wir waren den Montag drauf, so muss man das sein. Also wir waren nach ungefähr 8 Tagen, nachdem der Unfall passiert war, dann in Australien, sind wir angekommen, um das schon mal zu machen. Aber die Zeit bis dahin war natürlich nicht schön, weil dann noch einige Sachen liefen. Leopold musste nochmal notoperiert werden, eine Niere wurde ihm entnommen, weil einfach das notwendig war, um innere Blutungen zu stoppen. Die Ärzte haben Gott sei Dank diese Entscheidung getroffen, weil sie es noch nicht machen mussten. Und als wir in Australien ankamen, war die gute Nachricht, Leopold ist definitiv nicht mehr in Lebensgefahr. Was dadurch passierte, wir mussten nochmal 14 Tage in Hotelquarantäne in Australien, wo wir da gelandet sind, was man sich als unglaublich schwierig vorstellen kann, wenn du weißt, du willst eigentlich zu deinem Kind, das im Krankenhaus liegt, und du weißt, es wäre für dein Kind wahrscheinlich auch sehr gut, dass du da wärst, aber aufgrund der Corona-Regeln wieder faktisch 14 Tage, keine Chance. Was passiert ist, es haben Tausende, und das ist wirklich nicht übertrieben, Menschen angefangen, für den Leopold zu treten, einzutreten. Und wir haben wirklich von Tag zu Tag zu Tag erlebt, wie Gott Wunder tut. Eine der ganz wichtigen Personen war definitiv meine Mutter, die mit ihren doch fortgeschrittenen über 80 Jahren
wirklich im Glauben steht, schon selbst so viele Wunder erlebt hat in ihrem Leben und die auch gesagt hat, hey, Gott hat mir das so klar gesagt, Leopold wird komplett wiederhergestellt werden. Und das war so eine Wahrheit, die war für uns, die stand so drin und wir konnten uns an dieser Wahrheit nicht festklammern, wir konnten uns festhalten und eine andere Wahrheit, die auch relativ klar wurde und relativ schnell für uns einfach auch klar wurde, zu sagen, und Gott, egal was jetzt ist, du wirst das, was hier passiert ist, für uns alle als Familie zum Besten nehmen. Es wird etwas daraus entstehen, was weit über das hinausgeht, was wir jetzt aktuell sehen. Und wir haben Gott um Dinge gebeten und die Sachen sind passiert. Und wir haben Gott um Dinge gebeten und die Sachen sind passiert. Und für uns unglaublich wichtig zu sehen, dass wir nicht alleine in der ganzen Sache sehen, dass ganz viele hunderte, tausende andere Menschen mit an unserer Seite stehen, für uns beten, mit uns beten, mit uns einstehen. Und wir haben in der Situation, glaube ich, unglaublich viel gelernt. Hallo Leopold, wie geht's dir? Wie war dein Tag heute in Australien? Ja, sehr gut. Nicht so viel gemacht, aber jetzt geht's gleich ein bisschen ins Bett, in ihre Richtung Bett. Von daher, ja. Wir wollten uns ja mal kurz ein bisschen drüber unterhalten. Wie war das jetzt so für dich, rückschauend auf die letzten Monate? Wie ging's dir mit der ganzen Sache? Man hat letztendlich sein ganzes Leben ein Stück weit nur auf dem gelebt, was man erzählt bekommen hat, einfach weil man ja genau keine Erinnerung daran hat, an das eigentliche Ereignis. Ich meine, man kann sich da nur ansatzweise in meine Situation reinversetzen, eher gesagt. Wenn man halt irgendwann mal aufwacht, rumguckt, nicht weiß, wo man ist und auch vor allem nicht weiß, wie man da hingekommen ist und dann sich auch gar nicht mehr bewegen kann. Also ich glaube, das kann man sich nur im Ansatz vorstellen, wie das ist, wirklich. Von daher, ja. Was hat das emotional mit dir gemacht? Also durch was für eine Phase bist du da gegangen? Ja, also das war definitiv ein immer wieder Hinterfragen von was mache ich denn eigentlich hier? Und was ist denn eigentlich der Sinn davon? Einfach so Dinge, die einem natürlich dann durch den Kopf gehen und irgendwie auch emotional belasten, wo vielleicht es wirklich schwierig ist, einfach dankbar zu sein für das, was schon passiert ist, für das, was schon passiert ist in der Geschwindigkeit. Definitiv sehr schwierig und auch einfach eine mentale, emotionale Herausforderung immer wieder. Gott hat Unglaubliches an dir vollbracht. Ich meine, du warst nach 7,5 Wochen schon wieder aus der Reha draußen nach dem Unfall, was ein Tempo ist, was echt nicht zu verstehen ist. Aber es stehen ja noch ein paar Sachen an. Eine größere OP passiert jetzt ja noch an deinem Ellenbogen demnächst und an deinem Bein muss noch was gemacht werden. Also sind jetzt schon noch mal relativ große Eingriffe, auch wenn es dir schon so gut geht. Wie geht es dir jetzt damit? Wie guckst du jetzt in die Zukunft? Letztendlich kann ich mich nur an dem festhalten, was Gott schon getan hat. Und ich glaube, diese Art von Dankbarkeit, die immer wieder auch bei uns in der Familie hervorgerufen wurde oder die auch du und Mama ganz gezielt hervorgerufen haben in meinem Early Stage of Recovery. Genau, aber das sozusagen genau diese Dinge, Dankbarkeit, mich da wirklich durchtragen und mir einfach einen Blick nochmal auf die ganze Sache geben, zu sagen, okay, ich bin so weit gekommen, das ist passiert, und dann aber auch genau daran festzuhalten, okay, ich lebe jetzt immer noch, ich kann mein Leben leben wie nie zuvor, und daran festzuhalten, dass da immer noch mehr kommt, dass da mehr Wunder passieren, aber eben genau diese Hoffnung zu haben, beziehungsweise darauf zu vertrauen, nochmal ganz neu auf Gott, was, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig ist an manchen Stellen, vielen Stellen sicherlich, aber ich glaube, Vertrauen ist da wirklich einfach, glaube ich, ein Schritt von uns als Christen auch, der sehr wichtig ist, dass wir
einfach neue Sachen dazulernen und einfach nochmal Gott kennenlernen auf eine ganz neue Art und Weise. So ein massiver Einschnitt oder so eine Situation, so eine völlige Ausnahmesituation, die im Leben passiert, verändert ganz, ganz viel. Es verändert was mit dir, es hat uns als Familie verändert, es hat uns in unserem Zusammensein auch als Ehepaar verändert. Es ist schon sicherlich eine Entscheidung, Leopold hat vorhin auch davon gesprochen, oder als wir uns unterhalten haben, Leopold, es ist eine Entscheidung, die ich treffe, zu sagen, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Glaube ich, dass Gott es gut mit mir meint, oder denke ich, ja, also, und diese Überzeugung ist in uns allen einfach gewachsen zu verstehen. Wir verstehen nicht immer alles, aber wir vertrauen Gott. Gott zu vertrauen und ihm zu sagen, Gott, du schaffst das und du machst das. Da sind so viele Dinge um diese ganze Situation rum passiert, die würden jetzt hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber vielleicht haben wir nochmal Zeit, wo man einfach sieht, wie Gott das genutzt hat, es für uns alle als Familie und für viele Leute drumherum zum Besten zu nutzen.